Hi liebe Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Gibt wieder viele coole Sachen zu berichten. Ich habe noch so viel in der Pipeline und heute zeige ich euch mein ganz geiles Tactical Knife aus dem Hause Bastard Knives. Wenn ihr neugierig seid, dann bleibt mal dran. Oh Mensch, es wird Herbst. Das ist ja langsam nervig. Ich musste eben hochgehen, noch eine Lampe holen. Trotzdem ich hier ein 2,8er Objektiv fahre, also mit Blende 2,8, komme ich da eigentlich ganz gut immer hin. Aber ich habe gedacht, so ein bisschen Licht kann nicht schaden. Also habe ich noch mal eben eine Videolampe geholt. Ja, heutiges Thema ist Bastard Knives, das Legend. Kennt ihr das Legend? Ich kannte es vorher nicht, hab das gesehen, gefiel mir und ich zeige es euch jetzt mal eben. Ja, geile Scheiße, guckt euch das an. Wenn ihr das so in der Hand haltet und ich zeige euch das jetzt hier zum ersten Mal und ihr habt es noch nie gesehen, dann denkt ihr, was ist das denn für eine krumme Gurke? Ja, es ist eine krumme Gurke. Wir werden hier jetzt ein Mini-Kukri aus der Kydex holen. Und die Kydex, die ist wirklich, die hat es in sich, finde ich. Passt auf, Chunk. Und schon haben wir das Bastard Knives Legend hier am Start. Ja, die Reflexion müsst ihr ein bisschen entschuldigen. Es ist wirklich hier, es ist 18 Uhr und es wird hier schon zappenduster. Also da müssen wir jetzt mal langsam uns drauf einstellen. Bald ist noch Zeitumstellung. Dann geht der Zinnober wieder los und dann lebt man schon wieder wie im Mittelalter im Dunkeln. Ja, obercool. Ich habe das gesehen und ich habe den Manuel angerufen. Ich sage, Manuel, leg eins weg, ich will eins haben. Und zack, hatte ich dann hier, die ersten Teile waren auf dem Markt und ich habe dann mir gleich eins gesichert. Passt auf, es gibt hier hinten ist so ein Pommel, das könnt ihr ändern. Hier ist so ein, jetzt so eine Art Schraubendreher oder Meißel, Hebel, sonst was, Einsatzgerät dran. Das könnt ihr austauschen an dem Teil. Und dieses Messer ist ein Kukri und es ist designt von einem Krav Maga Spezi. Ich kann mir den Namen immer nicht merken. Für die Neton Group und das Legend. Mal eben. Leute, ich bin da echt nicht bewandert. Ich habe ein bisschen gegoogelt, Neton Group. Ich habe dann irgendwie ein paar Instagram-Einträge gesehen und da waren dann so Tactical Beard Jungs, so ein bisschen aufgepumpte Jungs mit Plattenträgern und haben dann da so einen so auf Tactical Style und so dargestellt mit Waffen und Firlefanz. Kannt ihr mir mal in den Kommis schreiben, was die Neton Group ist? Ich kann das nicht so richtig deklarieren. Ist das irgendwie so eine paramilitärische Einheit oder ist das eher so ein paramilitärischer Sportclub in privater Weise? Ich konnte das nicht so richtig einordnen. Auf jeden Fall für diese Gang ist das hier gedacht. Und das hat hier hinten nämlich, das könnt ihr austauschen. Da kann man dann die Griffschalen hier von diesem Messer abschrauben. Und das macht ihr mit diesem Teil, das ist der Schraubendreher, seht ihr das? Gleichzeitig und dann könnt ihr hiermit die Schrauben abdrehen und dann könnt ihr damit dann das ersetzen und dann hat das Ding einen ja, einen Ring, ein Karambitring ist dann da dran und ich glaube, damit ist es dann auch wirklich eine ein Kampfmesserwaffe und nicht mehr, gar nicht mehr führbar. So ist das Werkzeug, würde ich mal behaupten. Karambit ist ja immer so eine Sache hier in Deutschland. Und das Ding, dieser Halter, sitzt hier oben drauf auf dieser Kydex mit so einem Spezialhalter. Guckt euch das mal an. Ihr könnt das dann einfach hier zapp raus und rauf machen. Und wie es hier gerade rausgesprungen ist, habt ihr gesehen. Und darin sehe ich dann auch einen kleinen Verliernachteil, dass wenn man das da drauf hat, also ich würde es dann doch extra packen oder abnehmen,
weil mir wäre das zu schade, weil wenn ich das am Gürtel trage, brauche ich nur im Vorbeigehen am Gras hängen bleiben oder da was einhaken, plack, ist das Teil weg. Habe ich hier schon mal gehabt. Ich habe hier beim Rasenmähen, habe ich hier ein Spyderco. Das ist mir so am eingehakt und das hing dann, das habe ich dann 2 Jahre später an einem Strauß hängend mit leichtem Rost Spuren wiedergefunden. In der Zwischenzeit hatte ich mir das neu gekauft. War eine recht lustige Sache. Und ich habe es dann wiedergefunden. Das war so ein Spyderco Lightweight irgendwas. Ich glaube, Native 5 Lightweight war das. Und mit diesem mit dem Carpenter BDS Stahl oder BD sonst was Stahl. Auf jeden Fall war nicht jetzt das oberteuerste Messer, aber ich habe mich voll geärgert. Und ich habe einmal einen Siebenser in Norwegen auf der Jagd verloren. Das ist mir, das hatte ich auch so vorne in der Tasche. Kennt ihr ja, wenn ihr denn hier so euer Taschenmesser am Dings tragt, an der Hose vorne in der Five Pockets und so weiter. Und da ist das auch eingehakt. Das hängt bestimmt irgendwo im Gebüsch, hängt ja noch ein arschteures Siebenser im Wald von Norwegen. Das war so ein Siebenser 21. Da habe ich mich auch richtig drüber geärgert. Also ich habe schon mal einen Siebenser verloren. Ja Leute, helft mir mal auf die Sprünge. Was ist die Neton Group? Aber es hat ja nichts damit zu tun, dass dieses Messer echt cool ist. Und ja, ihr habt da ein fast 14,5 cm lange Klinge, einen Griff, der schlank gehalten ist, damit er verschiedene Griffvarianten bietet. Das soll als Kampfmesser oder so dienen. Generell ist ja das Kukri in aller Munde nach der ersten Folge von Alone, in der Alan Carr das Kondor-Kukri führte. Bei der ersten Staffel von Alone war Alan Carr der am Ende der Gewinner und dieser Alan hatte ein ganz normales Kondor Heavy Kukri oder wie das Ding heißt und er hatte damit alles gemacht. Er hatte keine Axt mit, er hat damit geschnitzt, gebaut und sonst was und das ist ein sehr stabiles Messer und falls ihr euch jetzt sagt, das ist ja das, was Fritz mit hatte. Ja, Fritz hat sich wegen Alone und Alan hat Fritz dieses Messer mitgenommen bei Seven vs. Wild in der ersten Staffel als sein Tool und hat damit auch alles gemacht. Inspiriert von der Alone-Geschichte. Also, falls jemand jetzt, das höre ich öfter in den Kommentaren, denn das stimmt ja gar nicht, das hatte Fritz zuerst. Nein, Fritz war mit Seven vs. Wild nach der ersten Folge von Alone hat und wie gesagt, da hat Fritz sich nämlich von diesem von Alone inspirieren lassen und hat das Kukri mitgenommen. Kukris sind Erntemesser in erster Linie. Das hat so ein irgendwie kam das mal durch die Gurkha-Einheiten, die in der englischen Armee sind, hat sich das so eingebürgert. Das hier ist übrigens mit so einer Lederscheide, wo du dann auch von oben rausziehst. Und dass du dann auch so wieder versorgst. Danach gab es dann von das Heavy Kukri von, das K-Tech Kukri von Kondor. Und dieses K-Tech Kukri war dann eine veränderte Version mit Mikata-Schalen, Schlagplatte hinten und einer Kydex von Kondor. Und die Dinger sind wirklich geile Messer, weil man mit denen, und ich zeige euch noch mal eins meiner liebsten Kukris, das ist nämlich das Gurkha-Kukri von Cold Steel. Ich habe hier ein altes Gurkha-Kukri und das ist eine richtige Wuchtbrumme. Damit kannst du Holz machen, arbeiten und das natürlich so eine Machete auch im Zweifelsfalle eine extreme, also da gibt es ja diesen Gurkha-Tanz, wo die denn da aber so mitarbeiten. Müsst ihr mal gucken auf YouTube, falls euch das interessiert. Einfach mal Gurkha-Tanz eingeben. Und diese Gurkha-Einheiten haben ja aus der Kolonialzeit sind die dann, diese Einheit hat sich ja gebildet bei den Engländern. Und das sind so eine nepalesische traditionelle Truppe, die unter anderem das Gurkha-Messer führen und
damit das als Kampfmesser nutzen. Sie haben wohl einen legendären Ruf und das Messer soll eben extrem furchteinflößend wirken. Aber in erster Linie ist das Gurkha, also das Kukri an sich, muss man eben geschichtlich, es ist ein Erntemesser für die Feldarbeit gewesen. Und das, wie so vieles, kommt daher. Und daher ist auch dieses Teil hier, dieses kleine, guckt euch das an im Vergleich, hier, ne, wie groß das ist und wie groß das Kondor ist, das sind schon Unterschiede. Und das macht einen guten Job als Allround-Messer, aber es ist auch sehr, sehr speziell. Mit diesem Recurve, da werden sich einige Leute doch meines Erachtens dran damit schwer tun, das zu schärfen. Stahl ist ein Nitro V, der über die Härteangaben konnte ich nichts herausfinden, aber generell ist es eben so, Recurves sind eher so Schliffe, die man dann auf dem Bandschleifer wieder herstellt, weil sie einfach durch diese Rundung hier vorne keine geraden Flächen haben und deswegen sind sie so schlecht auf Steinen zu schleifen. Mal eben so nebenbei, das sieht man kaum, aber ich habe hier gerade die neue Rough Stuff Jacke. Rough Stuff gibt es bald wieder. Die bauen gerade ein Kickstarter-Projekt. Da mache ich aber noch mein gesondertes Video. Das finde ich richtig geil. Eine Sache der Herzen für mich, des Herzens für mich, weil ich bin so viele Jahre mit Rough Stuff verbandelt und fand die Sachen immer cool. Und jetzt gibt es wieder Rough Stuff und ich habe hier so eine anthrazitfarbene, coole Jacke von denen bekommen. Ja, sehr geil. Guckt euch den Sonnenuntergang hier an. Herrlich. Geht gerade hier unter, übers Feld. Immer sehr, sehr schön. Ja, es ist beschichtet. Guckt euch das an. Das ist eine Beschichtung drauf. Und jetzt ballern wir da mal eben ein bisschen hier einmal. Falsch. Ah, ich habe falsch rum gerade angefangen. Und das ist kein Spaltkeil, wie ich gerade sehe. Und der will nicht durch und auch nicht mehr raus. Ah, ja, hier ist ein Ast, habe ich eben übersehen. Probieren wir es mal immer andersrum. Nochmal hier. Jo, dann geht's. Wie gesagt, guck, man muss sich schon vorher angucken. Ich habe das hier eben übersehen, dass hier ein Ast drin ist. Guckt euch das an, da. Und dadurch wollte er da nicht ganz so geschmeidig reingehen. Dann machen wir nochmal hier. Jo. Ja, es gibt Messer, die gehen deutlich besser in den Bereich so Buttoning und so. Das ist deren, da sind die denn prädestiniert für. Hier haben wir jetzt guckt's euch an. Ist das ein Outdoor-Messer? Eigentlich sehe ich mehr ein Outdoor-Messer. Es soll aber ein Kampfmesser sein. Ich bin immer, es sieht einfach geil aus. Was sagt ihr dazu? Sieht das geil aus? Ich finde schon. Das sieht richtig cool aus. Schwarze Klingen muss man mögen. Wenn mich einer fragt, ich würde es, wenn es die Bestellvariante geben würde, blank, natürlich würde ich dann blank nehmen. Aber natürlich so Tactical Groups und so weiter, die sind natürlich da scharf drauf, dass so ein Messer denn nicht reflektiert, dass dieses Messer dann nicht gesehen wird. Und hier guckt euch an, Locken macht das Ding auch richtig gut. Kann man damit machen. Gerade hier in dem Bereich, seht ihr hier, wo der Recurved Belly ist, da greift er richtig gut und hakt hier hinter. Ja.
Scharfe Kanten hat er hier nicht. Falls ihr sagt so, oh, ich will das benutzen für Bushcraft und Survival, ist ein cooles Messer, kann irgendwie auch ganz gut hacken. Sollen wir mal eben sehen? Ja, das ist natürlich eine Paradedisziplin eines Kukri, nicht? Seht ihr, das kann irre gut hauen. Gerade hier vorne im Bereich, da ist ja der Schwung. Und das geht gut. Ja, die Beschichtung arbeitet sich natürlich, seht ihr hier schon gleich ab, denn das ist, wird ein bisschen blanker. Wenn man diese Messer nutzt, dann sehen sie auch nach kürzester Zeit, kriegen sie gut Patina. Ja, ein Einsatzmesser soll das wohl können. Seht ihr die Kukris als guter Einsatzmesser? Müsst ihr mir mal erzählen. Für den Sammler ist das auf jeden Fall die absolute Ansage. Hier mit Techlock, ich habe den mal auf quer gemacht, dann könnt ihr das vorm Bauch tragen oder an der Seite. Das ist auch richtig cool. Nochmal eben übrigens, Leute, die ihre Messer immer hinten am Rücken tragen, mit so einem Techlock und dann quer. Klassische Nummer, wenn ihr nach hinten, auch gerade wenn man so taktisch und so unterwegs ist und man knallt nach hinten auf die Steine, ist das hier der Wirbelbrecher. Darum sollte man sich sowas nicht unbedingt nach hinten auf die Lendenwirbelsäule legen, ist sehr, sehr gefährlich. Es ist einigen, soweit ich schon gehört habe, passiert. Das sind einige schwerste Verletzungen bei passiert, wenn du gerade dann, wenn Leute solche Messer tragen und wollen oder sind eben dann da unterwegs und man klatscht gerade nach hinten auf Steine, dann bricht einen dieser Techlock mal eben unter Umständen den Lendenwirbel. Also wenn ihr mich fragt jetzt gerade, ich kann dieses Messer nicht richtig einordnen. Ich finde es nur optisch schweinegeil. Das holt mich voll ab. Diese Ring hier hinten, müsst ihr wissen, ich bin der Meinung, dass also den, da muss man vorsichtig sein, wenn ihr das tragen wollt, mit, ich würde sagen, ohne Ring ist safer, weil ihr damit dann hier als Waffe das gilt und hier diese ganze Geschichte dann mit taktischen Karambitringen, da, das ist, ja, da hast du oft einen Erklärungsnotstand, warum, wieso, weshalb. So Leute, schreibt mal fleißig in die Kommis rein. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen mit diesem Messer. Funktionell, ja, das soll ein Kampfmesser sein oder erklärt es mir. Ich bin immer beim Kukri, ist ein gutes Werkzeug, hauen, hacken. Ist obercool, geht gut damit. Auch gerade mit diesem kleinen, also es hat eine ganz gute Wucht vorne. Das geht ganz gut. Und natürlich ist das auch nicht ein Messer, wo man viel mit so schneidet. Wenn ihr damit schneidet, meinetwegen in der Küche oder so, ist der Hauptbereich dann auch hier. Jagdlich kann ich mir vorstellen, dass das ganz gut geht, weil man hier nämlich umgekehrt ganz, ganz easy reingehen kann und nach oben ziehen kann. Das dürfte einen guten Schnitt hinkriegen. Ja, so Leute, jetzt noch ein paar Detailaufnahmen hinten und dann sehen wir uns bald wieder. Bis denn. Tschüss. Ach so, Abo nicht vergessen, ne?